Hallihallo und willkommen, ja, zum Live-Pack-Opening, was jetzt natürlich Zeit wird. Wir haben 19:30 Uhr am wunderschönen Samstagabend und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, ist Happy Hour angesagt. Wir gucken noch einmal, was diese Happy Hour beinhaltet und da steht natürlich, dass das komplette Team des Jahres jetzt erhältlich ist und das kann natürlich nur eins bedeuten und das sind natürlich 100K-Sets, besser gesagt leider nur ein einziges. Dafür noch diese 35K-Sets, wovon wir vielleicht auch noch eins oder zwei ziehen danach. Aber ja, 100K-Set. Wir werden erstmal so eins ziehen, um ein bisschen die Spannung hochzuhalten. Also erstmal hier so ein Mega-Set, das bisher größte Set mit 30, ja genau, 30 Objekten. Mal sehen, was sie hier drin haben. Also egal welchen Team des Jahresspieler ich ziehen könnte, es ist mir eigentlich ziemlich egal welchen. Natürlich hätte ich nichts gegen einen Ibra, Ronaldo oder Messi, das sind natürlich die teuersten, Dribery noch zusammen. Aber ich nehme natürlich auch jeden anderen. Das geht auf jeden Fall nicht ganz so geil los. Ja, wen haben wir hier denn? So ein Arteta, hier haben wir noch einen Olsen. Der sieht jetzt nicht ganz so toll aus. Dann haben wir noch El Hamadoui, der hatte mal in Form, der war eine ganze Menge wert. Dies kann man natürlich schon sagen und den Rest müssen wir jetzt hier erstmal abspeichern. Ja, es ist natürlich schon so, dass ich ganz gerne was hätte heute in diesem Pack-Opening. Also wenigstens ein Informs, muss kein Team des Jahresspieler sein, aber wenigstens einer, der so für 20.000 weggeht. Ich weiß nicht, wen es da diese Woche gibt, habe ich gar nicht nachgeguckt. Natürlich ein Inform Berardi würde ich nehmen. Auch wenn, ja, ihr das vielleicht noch sehen werdet. Aber ihr seht auch an meinem Coinstand, das hat sich wieder ein bisschen was verändert. Und zwar habe ich Ibra wieder verkauft, trotz dass er sich angefühlt hat, als würde man cheaten. Dazu werde ich vielleicht nochmal irgendwann anders kommen. Werdet ihr wahrscheinlich dann sehen im mein Ultimate Team am Ende des Jahres. Werde ich euch dann Bescheid sagen, wieso ich das getan habe. Aber das hatte schon seinen berechtigten Grund. So, jetzt sollte es soweit sein. Nein, natürlich nicht. Wir zögern das hinaus, so wie sie es gehört. Erstmal wird jetzt hier so eins gezogen. So, wie viel haben wir noch? Wir haben noch genau ein 300er, ein 150er und ein 100er und dann haben wir noch 2000 FIFA-Points, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und das bedeutet, das letzte Set, das wir in diesem Pack umziehen werden, ist das 100K-Set. Ein bisschen Spannung muss ja schon sein, ne? Also nächstes Set, das 300 FIFA-Points-Set. Und wir ziehen Batafemi Gomis und Vitor Junior. Vierstellige Skill-Moves, sieht nicht so übel aus, aber jetzt auch nicht so bombastisch gut. Also wird das Ganze hier alles mal noch schnell verkauft, damit wir Platz bekommen für den wichtigen Teil. Transferliste ist auch leer, das heißt, daran liegt es am Ende auch nicht, falls wir was Gutes ziehen. Ach, kommt schon, mein Packlook war gar nicht so schlecht, wie ihr vielleicht in den letzten zwei Videos gesehen habt. War zumindest mal was dabei, was nicht ganz so übel ist. Werden wir dann. Aber werdet ihr dann hoffentlich schon gesehen haben, wenn das Video draußen ist, hoffe ich auf jeden Fall, dass ich das in der richtigen Reihenfolge hochlade. So, 250 FIFA-Points sind noch zu gehen, bevor wir das 100K-Set ziehen werden. Und ja, ich hoffe natürlich, dass da was ordentliches drin ist. Ah, wir ziehen erst dieses hier. Und dann noch das andere Eis in diesem Set drin. Aber hätte ich natürlich auch nichts gegen, obwohl ich jetzt in diesem 100, naja, in dem 5K-Set hatte ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht was Ordentliches drin, weiß ich nicht. Ich kann mich auf jeden Fall an nichts erinnern, so richtig. Und dabei bleibt es hier auch erstmal. Chemiestile sind wirklich gefühlt immer das, was am meisten wert ist in diesen Packs, wenn da einer drin ist. Und ich freue mich auch immer bei Chemiestile, weil ich viel zu faul bin, welche zu kaufen. Wenn ich mir ein neues Team baue und sage, okay, was kommt hier für Chemiestile auf meine Spieler, dann nehme ich einfach immer die Chemiestile, die halt gerade irgendwie da sind in meinem Club. Ich denke auch nicht darüber nach, was ich mir jetzt noch für einen kaufen könnte. Und dann meistens ist es halt wirklich so. Ich glaube, auf allen drei Sets war gerade Alaba drauf. In den ersten zwei hatte er nicht so viel Glück. Vielleicht jetzt beim dritten Mal. Also ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei. Also ist hier bestimmt jetzt ein überragender Spieler drin. Nicht. T-t-t-t-t. Also so wie es jetzt gerade läuft, würde ich behaupten, wir ziehen, weiß ich nicht, per Mertesacker im 100K-Set. Ja, wäre natürlich nicht ganz so lustig, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir da doch noch vielleicht was Ordentliches drin ziehen. Also, dann sind wir jetzt soweit. 2000 FIFA-Points haben wir noch. Es werden, glaube ich, es werden auch die letzten sein, die ich dieses Jahr verwenden werde. In FIFA 14 halt. Alles andere kann ich jetzt mit Coins bezahlen. Kein Problem, kein Problem. So, 100.000 einzigartige Topspieler in einem Set vereint. 24 Spieler, alle Gold, alle selten. Bitte, bitte, bitte.
Wenigstens ein Inform. Wenn es schon kein Team des Jahres Spieler, was es nicht werden wird, wird, dann bitte ein Inform. Ah, bitte, 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 bitte. Alles dafür. Ich gucke nicht hin. Nein, ich werde nicht hingucken. Nicht hingucken, nicht hingucken, nicht hingucken. Ich habe nicht hingeguckt und ich habe keine Ahnung. Ach, okay, wir haben Jesus Navas. Das ist ja schon mal nicht ganz so übel. Den werden wir uns schon mal einpacken. Wir haben Loris. Das ist auch nicht so übel, aber ich glaube, das war's dann auch schon. Navas, Loris. Gehen wir mal noch komplett durch. Busquets. Oh mein Gott! Nein, 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 nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, Team of the Year, Thiagos. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Nein, 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 es kann. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Schnell verkaufen, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Damit habe ich Ronaldo. Endlich. Ich kann mir Ronaldo leisten. Team of the Year, Thiago Silva. Ich kann's. Ich fass es nicht. Geil. Geil. Also hätte ich nie und nimmer mit gerechnet. Nie und nimmer. Dass ich jemals in meinem Leben ein Team of the Year Spieler ziehen werde. Also das ist natürlich jetzt schon. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hätte ich natürlich auch nichts gegen eine Facecam gehabt jetzt gerade. Aber ich denke mal, ihr werdet selten eine bessere Live-Reaktion von mir bekommen als jetzt eben gerade. Und damit kann ich natürlich auch sagen, dass ich mit Abstand mein bestes Set in FIFA 14 gezogen habe eben gerade. Also das würde nicht mehr besser werden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. In Team of the Year, Thiago Silva. Der Rest hier kann verkauft werden. 10.000 Münzen nochmal. Und ja, ich würde mal behaupten, dass es für dieses Set-Video war. Vielleicht werde ich noch ein zweites auf meinem zweiten Account öffnen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich mich traue, noch ein zweites 100k-Set zu ziehen. Aber wenn wir uns meinen Verein angucken, dann werden wir hier tatsächlich. Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Team of the Year, Thiago Silva. Unfassbar. Was haben wir noch so gezogen? Ja, letztens haben wir noch David Silva gezogen. Vidic hatte ich gezogen. Rooney. Also hier ist schon ein bisschen was dabei. Wenn ich das alte verkaufe, habe ich auf jeden Fall ein paar Münzen. Da ich ja eigentlich keinen Goldspieler benutze, wird quasi alles, was ihr jetzt hier gerade seht, bald nicht mehr in meinem Club da sein. Ich werde das noch warten, bis langsam die Preise wieder anfangen normal zu steigen. Und dann werde ich den ganzen Scheiß hier verkaufen. Und ja, ich glaube, hier habe ich gerade schon was gezeigt, was ich euch noch gar nicht zeigen wollte, aber es ist mir gerade ziemlich egal. Wir haben Team of the Year Thiago Silva gezogen. Und dafür würde ich mir gerne mal Bewertung von euch ansehen dürfen. Also bitte bewerten nicht vergessen, dafür hätte ich auch mal ein Like verdient, dass ich endlich mal sowas ziehe. Und das bedeutet natürlich, dass es interessante Squad-Bilder geben könnte, da ich jetzt eine Menge, Menge Münzen habe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich meine Bewertung von euch, Freunde. Dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Vielleicht habe ich noch ein 100k-Set, ich weiß es nicht. Aber dann bis zum nächsten Mal und.